L1, Vita, bestätigen. Ah, oh, nie Glück, Leute, ich sag's euch. Ja, ihr sagt es. Ich habe keine Angst. Du kannst dann entscheiden, ob ich ein Helm bin oder nicht. Sei vorsichtig, Kleiner. I've got balls of steel. Sie kommen gleich. Ich habe hier gerade so einen Hund im Gesicht. Kid, I got two words of advice for you. Attack! Ja, da mit dem Boss ist jetzt nicht zu spaßen, Leute. Wow, 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 wow. Ui. Okay, ich habe das mal mit dem Vita gleich mal ein bisschen geübt. Aber ich denke, den knallen wir auf jeden Fall weg. Da müsste es schon mit dem Teufel zugehen. Dass wir den nicht schaffen. Da ist es! Inferno Wall. Thus, I do hereby dub thee Junior Heroes and confer upon thee full rights and privileges to participate in the games. Further... Hey, what do you mean Junior Heroes? You rookies still don't understand what it takes to be a true hero. So, what does it take? Well, that's just something you'll have to find out for yourselves. Just the way that I did. No problem. We'll start by proving ourselves in the games. There ain't gonna be any games for a while. Gotta clean up the mess from that last battle first. Okay, we'll be back. We'll be back. I still can't believe that Squirt actually beat Cerberus. Just between us, I'd already worn Cerberus down by the time the little guy jumped in. My lips are sealed. Ja, ja, Heldenlizenz! Oh, da sitzt der Cloud. So, wir haben auf jeden Fall Dinge bekommen. Heldenlizenz. Von Phil erhält eine Urkunde, die unter anderem Sora zum Juniorhelden auszeichnet. Aber wir haben Infernoval bekommen. Alle Feuer- und Dunkelschäden minus 20%, Abwehrkraft steigt. Na ja, Abwehrkraft ist ganz gut. Kann ich das Donald geben? Ja. Ich glaube, bei Donald ist es ganz gut aufgehoben. Ability haben wir einen Tech-Boost gelernt. Steigert die Tech-Punkte, die du durch Blocken einer Attacke erhältst. Rüste mehr aus für einen Boost. Das können wir machen, weil wir die AP dafür besitzen. Und das ist doch mal ziemlich nice. Und das war's eigentlich auch schon wieder. Hey, Cloud. So, aber... Cloud ist zwar wichtig, aber Zekrom ist etwas wichtiger. 2,5 Jahre ist schon eine Zahl für den besten Streamer der Welt, auch wenn ich nicht immer Zeit habe, aber Unterstützung muss sein. Das weiß ich. Und zwar sehr zu schätzen, Zekrom. Dankeschön für den 39. Sub. In Folge. Dankeschön. Wahnsinn. Hey, Cloud. Hey, are
You all right? Yeah. So, why did you go along with him anyway? I'm looking for someone. Hades promised to help. I tried to exploit the power of darkness, but it backfired. I fell into darkness, and I couldn't find the light. You'll find it. I'm searching too. For your light? Don't lose sight of it. How about a rematch sometime? Fair and square, no dark powers involved. I think I'll pass. Da grenzt er. Perforieren! Ist das nicht noch eine Ability? Ja. Ziele wird durchstoßen, Combo durch rechtzeitiges Tastendrücken. Mittelkampftechnik, MP-Verbrauch 2. Können wir eh nicht ausrüsten, aber glaube ich, würde ich auch nicht benutzen. Cloud und Sora haben sowas von die gleiche Frisur. Ah, den Friseur. Ja, das kann sein. He's strong. He's kind. He's always there for you. And he's handsome to boot. He's perfect. Perfect. Perfectly infuriating. He drives me crazy. Wait a minute. What are you worried about? All the pieces are in place. Relax. Whoa, 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 whoa. Here's what you do. Let Hercules train the kid. In the next games, I'll take care of them both. Oh. Who invited you to the party? Stay out of this. This is my show. As you wish. Fight to your heart's content. Malefiz besucht den bösen Hades. Eieiei. So, Arenas Olympus ist natürlich noch lange nicht geschlossen. Und wir müssen sowieso zurück nach Travers. Ich habe mir jetzt leider die Mission nicht angeguckt. Naja, entweder ist es Punkte machen oder nicht Punkte machen. Ah nein, 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 nein. Ich weiß, was das für eine Aufgabe hier war. Das war doch das mit den Schildern, oder? Ja, genau, die Dinger muss ich kaputt machen. Ja, 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 ja. Ja, diesmal schaffe ich es. Ich glaube, das waren 30, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich 30 von denen kaputt machen musste. So, wir zerstören hier schon mal ordentlich, damit ich hier mehr von denen kaputt machen kann. So, hier musst du nämlich auf jeden Fall kaputt machen. Scheiße. So, 23 haben wir. Diesmal wird es schon klappen. Ich calle die 29. Alter, ja, nicht nochmal, oder? Das kannst du nicht ernst meinen. Ich brauche nur noch 3 Stück. Das werde ich jetzt wohl hinkriegen. Vorausgesetzt, es kommen noch mal welche. Kommen überhaupt noch mal welche? Es kommen keine mehr, wa? What? What? Are you fucking kidding me? Tja, dann halt nicht, wa? So, Travers Town. Schön, dich wiederzusehen. Hallo. Ja, das mit der Leiter weiß ich schon. Leon ist wahrscheinlich bei der unterirdischen Höhle trainiert euch auf. Weißt du, in der
Der Kanal in der Hintergasse ist mit einer Höhle verbunden. Ah ja, ich weiß, ich erinnere mich. Da finde ich Leon jetzt nämlich auch. So, erstens schauen wir bei Sid vorbei. In letzter Zeit verschwinden Sachen aus dem Laden. Achso, ja, ich erinnere mich. So, wollen wir hier irgendwas kaufen? Vermutlich nicht. Das ein... Oh! Was machst du denn hier? Irgendwo findet ein großes Turnier statt, Kupo. Im Moment, eher nicht. Schalk! Hier einmal wieder die Reste von der PSC. Da musste das Hundi... was? Ach, das Hundi musste einstecken. Der Bautzi heißt das. Immer wieder diese Kingdom Hearts Musik. Sie ist so gut, das stimmt. Schulk, dankeschön. Ist das Goofy? Ja, wer soll denn das denn sonst sein? bevor wir uns aber weiter auf die Reise begeben, würde ich sagen, wir haben ja eine Welt abgeschlossen. Deswegen werden wir ins Tagebuch einen Blick werfen. Von der Handlung her ist nämlich beim Arena des Olympus was passiert. Sora und seine Helden zeigen wahren Heldenmut. Sora und seine Freunde zeigen wahren Heldenmut und stehen nun im Finale gegen Cloud, dem Söldner von Hades. Hades Ränkespiel hat dazu, hat natürlich Soras Eliminierung zum Ziel, weswegen ihm selbst sein Schoßhündchen Kerberos nicht zu schade ist und er ihn auf Sora loslässt. Als ein wahrer Held erscheint Just im rechten Moment. Und durch Herkules Hilfe können sich Sora und seine Freunde vorerst retten. Doch sie können Herkules nicht alleine gegen dieses Ungeheuer kämpfen lassen, stellen sich dem Höllenhund und besiegen ihn. Darauf zeichnet sie Phil als junger Helden aus. Um als wahre Helden hervorzugehen, müssen sie die kommenden Wettkämpfe ebenfalls erfolgreich bestritten werden. Jeder geschlagene Gegner lässt den Sieg ein wenig näher rücken. So, und dann waren wir natürlich im tiefen Dschungel. Auf der Suche nach Rico und Kairi und König Mickey stellt sich ihnen Clayton in den Weg, der sein Herz an die Herzlosen verlor und Jane entführte. Auch hat er es auf Tarzans Familie die Gorillas abgesehen. Mit Hilfe von Tarzans tierischem Instinkt gelingt es Sora und seinen Freunden Clayton und den unsichtbaren Chimäselisk in die Knie zu zwingen. Jerkak gewinnt wieder Vertrauen zu Sora und seinen Freunden und gewährt ihnen Zutritt in den verborgenen Teil des Dschungels. In einer Höhle finden sie wieder ein Schlüsselloch und erhalten einen seltsamen Gummistein. Zwar haben sie weder Rico, Kairi noch König Mickey gefunden, doch wird der geheimnisvolle Gummistein neue Welten offenbaren. Sie verabschieden sich und setzen ihre Reise fort. Just im rechten Moment ist im Übrigen richtig, ist kein Übersetzungsfehler. Man kann das auch im Deutschen sagen. Das hat nichts mit Übersetzen zu tun. Just ist tatsächlich ein deutsches Wort. So, von den Charakteren haben wir einen neuen Main-Charakter kennengelernt, nämlich Merlin. Ein großer weißer Zauberer, der am Stadtrand von Travers lebt. Merlin unterweist Sora und seine Freunde in der Kunst der Magie. Er hat eine geheimnisvolle Tasche, in die alles hineinpasst, egal wie groß. Und die gute Fee. Eine mächtige, aber gutherzige Fee, die Sora und seinen Freunden hilft. Etwas zerstreut, aber eine Expertin in Sachen Magie. Sie lehrt Sora und den anderen Magie und gibt Tipps für die Reise. Aus Cinderella, by the way. Und Cloud haben wir kennengelernt. Ein Söldner, der im Hause Dienste Hades stand und in der Arena des Olymps seinen Auftritt hatte. Sein Herz hat er jedoch nicht an die dunkle Seite verloren. Ein eher wortkarger und schwieriger Typ, der deswegen von den meisten Menschen unverstanden bleibt. Was er sucht, ob er es bereits gefunden hat oder worin er seine Bestimmung sieht, steht in den Sternen. Leider Gottes. Und Nebencharaktere haben wir eine Menge kennengelernt. Ein legendärer Held mit göttergleichen Kräften. Obwohl Sohn von Zeus, ist er trotzdem kein Gott. Herk ist ein toller Bursche, der seinen Auftritt in der Arena des Olymps hat. So. Philoctetes. Phil ist ein Satyr. Erfahrener Heldentrainer und Herks Mentor. Er hat meist in der Arena des Olymps alle Hände voll zu tun. Er bereitet die Kämpfer auf die Spiele vor. Hades, Herrscher der Unterwelt, versucht mit Hilfe der Herzlosen den Olymp zu erobern. Um Herkules und Sora aus dem Weg zu schaffen, beauftragt er Cloud, um sie in der Arena zu besiegen. Toller Kerl. Ja, Kerberos, beziehungsweise Cerberus, dreiköpfiger Hund, der als treuer Untertan von Hades die Pforten zur Unterwelt bewacht. In der Vergangenheit wurde er bereits von Herkules besiegt, ist jedoch durch die Kräfte von Hades wieder zum Leben erwacht. Ein junger Mann, der von Affen aufgezogen wurde, Tarzan. Seine Gorilla-Mutter ist Kala. Tarzan sprach nur die Gorillasprache, bis er Jane traf. Seitdem lernt er sehr schnell die menschliche Sprache. Und Jane, eine Naturforscherin. Ooh.
Wolverus Dreams. Andy! Da ich erst in 4 Tagen meinen Sub erneuern kann, ein bisschen was extra für den besten Streamer der Welt. Mach weiter so. Rosa, bin zwar nicht immer da, aber mach weiter so. Ach, Andi, du bist schon oft da. Keine Sorge. Danke, Andi. Jane, eine Naturforscherin, die mit Clayton in Afrika ist, um die Gorillas zu studieren. Sie traf Tarzan im Dschungel und bringt ihm menschliches Verhalten bei. Sie ist mutig und würde für ihre Studien jede Gefahr eingehen. Clayton, ein erfahrener Jäger und Janes Führer auf ihrer Afrika-Expedition. Er sieht Tiere nur als Beute an. Sein Machthunger und sein finsteres Herz haben die Herzlosen angezogen, die ihn für seine eigenen Zwecke benutzt haben. Terk, ein junges Gorillamädchen, das mit Tarzan zusammen groß geworden ist. Sie beschützt die anderen jungen Gorillas und ist ihre Anführerin. Im Gegensatz zu den anderen ist ihre Neugier auf die Menschen größer als ihre Angst vor ihnen. Katschak, Anführer der Gorillas, er war gegen Tarzans Aufnahme in den Gorilla-Clan, doch Kala hat seine Bedenken zerstreut. Katschak befürchtet, dass Tarzans Kontakt zu den Menschen eine Gefahr für die Gorillas bedeutet. Per se sollte er beide aber recht haben. Kala, die Gorillafrau, die Tarzan im Dschungel gefunden und ihn gegen den Spott der anderen in Schutz genommen hat. Kala toleriert Tarzans Kontakt zu den Menschen, weil sie weiß, wie wichtig es für ihn ist. Und Sabor, der nette Leopard, vor dem sich der ganze Dschungel fürchtet, ein Feind Tarzans und der Gorillas. Sabor ist ein gerissener Jäger, der es auf die Schwachen und Hilflosen abgesehen hat. Und bei den Herzlosen haben wir noch was, nämlich den Arktiszipfler, also der, der Eis macht. Ein Herzloser, der hüpfend durch die Lüfte schwebt und sein Ziel mit Eis attackiert. Eisangriffe werden absorbiert und bleiben wirkungslos. Wie viele Schattenlöcher haben wir mittlerweile getötet? 403, easy. Schwarze Ballade ist der neue, ne? Ein Herzloser, der Gegner mit Projektionen von sich selbst verwirrt. Wenn die Kopien angegriffen werden, wird er kontern und irgendwann weglaufen. Aber wenn er direkt und unbarmherzig angegriffen wird, weiß ich auch noch nicht. Antromur ist, sind die Monkeys gewesen. Ein affenähnlicher Herzloser, äußerst angriffslustig und besitzt eine hohe Sprungkraft, mit der er selbst unebene Gebiete mühelos überwindet und sein Ziel attackiert. Besonders Nahkämpfer scheinen ihm zu liegen, wodurch es zu einem zähen Kampf werden kann. Haben wir 114 besiegt. Was ist Ziel des Spiels? Unsere Freunde und Kaiser Mickey wiederfinden, König Mickey. Antrorubine. Die weibliche Variante des Antromur. Anders als er ist sie jedoch sehr ängstlich und beschießt ihr Ziel aus der Ferne mit einer Spatzenschleuder. Spatzenschleuder. Oder greift aus dem Hinterhalt an. In kritischen Situationen macht sie schnell einen Rückzieher, was den Kampf zusätzlich erschweren kann. Puff, Fungi. Ein merkwürdiger Herzloser, der anhänglich zu sein scheint. Von friedlicher Natur tut er niemandem etwas zuleide, verschenkt des Öfteren Items, wenn man ihn von seinen Qualen befreit. Chemalisk. Chemalisk. Claytons schwarzes Herz beschwor diesen Herzlosen herauf, der nicht nur schnell, sondern auch schlagkräftig ist. Er besaß die Fähigkeit, sich perfekt der Umgebung anzupassen und praktisch unsichtbar zu werden. Ja, da hast du kein... Da machst du nix, ne? So. Dann gucken wir mal ganz kurz noch bei Tick, Trick und Track vorbei. Ich möchte noch mal ein paar Potions kaufen. Noch brauchen wir keine High Potions. Oh, ich könnte einen besseren Stab kaufen. Ich könnte den besseren Stab und besseres Schild kaufen. Warum eigentlich nicht? So, 5 Taler haben wir damit noch. Mann, jetzt haben wir uns aber was gegönnt. So, Donald kriegt einen deutlich besseren Angriffsstab. Guck mal, wir haben zwar einen ganz, der sieht zwar ganz knuffig aus, aber das ist doch mal eine Ansage. Kampfstab 4 plus 3 Angriffskraft. Zwar weniger MP, aber deutlich mehr Angriffskraft. Und das will ich ja auch. Und Goofy kriegt... Wow, das verbessert ihn ja gar nicht. Ist Batman. Sieht nur besser aus. Naja.
Na gut. So, wir konnten Rote jetzt öffnen, ne? Na dann, Zeit für Triotech. Wie süß. Ah, das war die Hinterseite von dem hier. Welpe 4, 5 und 6 nach Hause gelaufen. Kann ich mich da jetzt nicht festhalten? Feels bad, man. Da muss ich nämlich hin. So. Oh, Traverse Town. Echt beste Musik, Leute. Beste Musik. Ehrlich jetzt? Danke. So, das hatten wir schon aufgemacht, ne? So, was ist hier los? Pizza kostet 95 Dollar. Aber teuer. So, dann kämpfen wir doch gleich mal ein bisschen. Ihr seht, bei jedem Besuch, wo wir wiederkommen, sind auch komplett andere Gegner da. Das finde ich super cool. So, in die Hintergasse müssen wir auch. Allerdings werden wir jeden Kampf hier mitnehmen. Hallo, Oschi, grüß dich. Weil wir die Tada sehr gut gebrauchen können. Und die Erfahrungspunkte auch mitnehmen. Ich meine, uns geht's relativ gut. Ich fand jetzt weder Clayton noch Kerberos wirklich schwer. Ich meine, wir sind Level 18, 16 und 20. Das ist, denke ich mal, ganz gut. So, der Kollege ist mit einer Combo down. Das ist super. Also ein bisschen kämpfen kann man auf jeden Fall. Und ich will auf jeden Fall die Fähigkeit, dass alles etwas angesogen wird. Das ist nämlich super. So, gegen die wollte ich jetzt schon fast Boots einsetzen, bis ich gerade doch leicht merken musste, dass das eine dumme Idee ist. Fight Thunder with Thunder funktioniert nämlich nicht. Oh, eine Ado-Wampe! Ich hasse diese Ado-Wampe, die trifft mich einfach immer. Oh, warte mal, da sind wieder Typen. Die heilen die anderen Herzlosen. Die sind ziemlich OP. So, wenigstens lässt die Ado-Wampen... What? Drei Ado-Wampen? Wirklich? What the fuck? Das ist schon fast OP. Ich kann ja nicht mehr rollen. Hier fehlt der Purzelbaum. Also gegen die ist Purzelbaum super. Aber was? Da kommen jetzt auch nochmal die Kleinen? Aber doch nicht noch eine Ado-Wampe, oder? Sind es schon vier Ado-Wampen? Es sind vier Ado-Wampen. Are you fucking kidding? Na, wenigstens eine High-Potion. Das ist ja schon mal gut. What? Die hatten im Originalspiel, waren die doch komplett schwarz, ne? Und nicht so gelblich, sag ich mal. Wenn mich nicht alles täuscht, waren die schwarz. Die haben ja scheinbar im Final Mix die Farben tatsächlich geändert von den Gegnern teilweise. Ja, okay, der Kampf war es, denke ich mal, schon wert. Könnt ihr mich mal einen Blick ins schlaue Buch werfen?